Also ich weiß nicht, was die Sache ist bei der Gyroman-Stage nochmal. Ich erinnere mich nicht mehr an die Stelle, an die Stage. Aber das ist auch nicht wichtig. Ich weiß nur, ich muss mich um diese Helikopter-Joester nicht mich kümmern. Weil wenn die weg sind, dann habe ich meine Ruhe. Okay, das war jetzt noch dieser harmlose Anfang. Jetzt kommen diese Crystal Joes heißt die, glaube ich. Aufladen und vorwärts. Mann, ich bin wieder so richtig happy. Ich bin wieder so richtig fit. Ich kann wieder so richtig Let's Playen. Juhu! Also, vorwärts, vorwärts, Mega Man, lass diese. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Ich erinnere mich an diese Scheißteile. Aber die kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Mein Gott, ich wäre ja wohl ein Stardust Warrior 33, werde ich das nicht hinkriegen würde. So, jetzt ziehen wir hier viel besser durch. Mega Man Skills! Du, oh, jetzt hör auf, Helikopter-Joe! Hör auf! Mein Gott, das ist ja grauenvoll. Wisst ihr, das ist ja der Hammer. Die Helikopter-Joes, die verfolgen einen ohne Ende, hey. Aber ist jetzt egal. Mega Man, du sollst jetzt langsliden. Slide, 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 Sprung, slide, slide, slide. Da. Oh nein, ich werde mir nicht alle Items holen. Ich bin ein Ei. You must die. So, das ist jetzt die Rache. Also, und hier kommen jetzt halt die Droppen. Bomben. Eigentlich aus der Chargeman-Stage, aber jetzt in der Gyroman-Stage. Was ich immerhin sinnvoll finde, ist wirklich die Helikopter-Joes in der Gyroman-Stage, weil die tanzenden Helikopter haben Propeller. Das ist nun mal so. Okay, wir werden getroffen. Das war jetzt hier unaufhaltsam, aber egal. Achso, genau, was ich noch sagen wollte, wegen Yu-Gi-Oh! Vorher. Und zwar ist es so, Yu-Gi-Oh! Da gibt es eben dieses neue Structure-Deck mit ein paar richtig mächtigen Karten. Also leck mich am Arsch, sind da mächtige Karten drunter. Zum einen und zum anderen springe ich gegen Stacheln. Tot. Egal, wir kommen vorwärts. Solange ich nicht von Anfang an anfangen muss, ist mir egal. Vorwärts. Ach so, da kommt wieder dieser Raketendropper. Naja, sollen sie doch. Feuer, weiter, weiter, weiter. Okay, du droppst die Raketen und ich mache langsam. Bum, bum, bum. Und wenn wir hier weitergehen, dann kommen die Viecher. Deswegen Power Stone. Nochmal, Power Stone! Yeah! Oh, drei mit einem Power Stone sozusagen. Boom! Boah, das war jetzt gerade cool. Das sah jetzt gerade richtig cool aus. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, weil ich habe ja wirklich, ich habe ja gerade. Moment. Demon's Warrior hat ein Deck, Renato Pedone hat ein Deck, LP Memorian hat ein Deck, ich habe drei Decks. Ja, ich habe drei Decks. Ich habe einmal mein Main Deck, das spielt mir auf Synchros einfach. So ein Synchro-Deck. Ja, ich sehe ZX nicht ein. Diese. Nee, diese Z. Nee, wie hießen diese. Synchro, XYZ-Material. Ich sehe das nicht ein, die zu benutzen. Die sind für mich, das ist für mich nichts, wo existiert, ganz ehrlich. Raketen. Ich hab's gewusst. Ich habe mich noch erinnert vom letzten Mal irgendwie. Oh, du blöder Helikopter-Joe. Oh Gott, zwei. Zwei. Napalmbomb, rette mich. Wuhum. Ah, die machen nicht so viel Schaden, wie ich hoffe. Oh doch, es macht Schaden, ist doch richtig. Okay, wir kommen weiter. Oh Gott, noch zwei Helikopter-Joes. Lasst mich in Ruhe. Wow, ich habe ihn getötet. Wie auch immer. Was, wir sind schon... Ja, wir sind schon bei der Gyroman-Stage. Yeah, bei Gyroman. Okay, haha, yay, wir sind durchgekommen. Okay, mal gucken, ob ich Gyroman so einfach hinkriege. Ich habe eh keinen Gyroman, das ist sowieso egal. Also, Leben auffüllen. Das andere lassen wir mal. Da ist ein... Tool. Und wir kommen zu Gyroman. Gyroman ist machbar. Gyroman ist nicht schwer, wenn man ihn kennt, wenn man weiß, was er machen kann. Und er kann wirklich gemein sein. Das darf man nicht vergessen. Gyroman ist wirklich gemein, wenn ihr nicht aufpasst. Aber in dem Fall ist er gerade freundlich zu uns sogar. Ihr müsst einfach bloß aufpassen, wenn er ballert, dass ihr auch wirklich ausweicht. Und Vorsicht, drüber springen allein hilft nichts, denn... er kann es nach oben und unten ziehen. Aber wir haben gewonnen, er ist erledigt und damit sind wir zufrieden. Yeah! Und schon wieder eine Stage durchgerannt. Wow, cool. Mann, oh Mann. Jetzt kommen wir viel weiter als davor. Viel weiter. Und damit bekommen wir Gyro Attack. Einer der meiner Lieblingsattacken in Mega Man 5. Neben Charge Kick. Weil Gyro Attack ist... Hat eine ordentliche Angriffskraft und ist trotzdem, und das darf man nicht vergessen, ist trotzdem, Verzeihung, ziemlich stark. Er kann auch gelenkt werden, nach oben oder unten.
Und wir sind wieder in der Starman Stage. Und diesmal lassen wir uns nicht so einfach verarschen. Wir sind motiviert. Wir können es schaffen. Und wir werden diesen Hack heute besiegen. Oh yeah, ich kann es schon spüren, wie wir jetzt gerade durchrennen und zerstören und vernichten. Mein Gott, ich sollte mal aufhören mit dem Geschwätz. Ich werde doch eh gleich wieder sterben und dann werde ich wieder heul machen, ja, also. Rush Coil oder... Ah, Rush Jet wäre aber auch eine Alternative. Ich traue zwar ihm nicht so ganz, aber es hat geklappt. Und das Set. Es hat geklappt und das Set. Charge Kick. Jo, und wir Charge Kicken euch to death. Und jetzt Power Stone! Oh oh, oh oh, bleib weg, Power Stone, hilf mir! Bitte! Ja, so indirekt hat er mir geholfen. Ich mache wieder an der gleichen Stelle den gleichen Fehler, mach Power Stone. Ich bin ein bisschen doof, aber. Auch nicht Gyro Attack. Napalm Bomb, das war's. Wow. Ey, das hat sogar geklappt. Cool, es hat geklappt, es hat geklappt. Wow, Napalm Bomb, ich hab dich gar nicht so stark in Erinnerung. Komm, triff mich. Dankeschön. Und jetzt darfst du sterben. Und du auch. Aber nur, wenn ich dich treffe. Komm hoch. Also es geht. Wenn man sich treffen lässt, dann geht das eigentlich. Aber hier... Kommen wir hoch. Okay. Wie sieht's aus? Okay. Nein, wir brauchen den Buchstaben nicht. Nein. Zurück. Und jetzt vorwärts. Ich weiß nicht, warum. Ich renne gerade übelst mit Napalm. Oh Gott, jetzt kommt die Stelle. Und ich sage immer Gyro Attack. Guck mal. Und was? Das meine ich mit Gyro Attack. Ist ziemlich gut. Ihr könnt damit halt viele Gegner so mal kurz platt machen, sozusagen, wenn ihr... Ihr müsst halt auch rechtzeitig lenken. Und hoch, hoch, hoch und rüber. Okay, den haben wir und den auch. Oh, und wir haben es sogar noch geschafft. Oh nein, warum mache ich Idiot den... Oh, du kommst vor... Ey, du bist ein Geschenk des Himmels, wie ich weiß das. Bitte gib mir Leb... Ja, das geht auch. Ich hoffe mal, wir sind jetzt... Oh nein, also, ich werde jetzt den E-Tank einsetzen. Ich möchte nämlich jetzt hier echt vorwärts kommen. Ich werde ihn jetzt einsetzen, einfach aus Sicherheitsgründen. Und wenn du jetzt ein großes Leben droppst, dann hasse ich dich auf ewig, du blödes Viech. Okay, zwei kleine Leben schon mal gedroppt. Okay, das ist schon mal gemein. Und, okay, wir haben es geschafft. Okay, okay. Und jetzt zu dir. So, und jetzt kommt irgendwas Gemeines. Hier kommt irgendwas... Oh ja, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, wie bin ich eigentlich darüber gekommen. Ich nehme mal Rush Coil. Nee, Rush Jet? Hey, genau. Rush Jet kann mir doch die Aufgabe ein bisschen vereinfachen. Und Jump. Und wir sind rüber. Yeah. Und nochmal. Zu Charge Kick wechseln. Boom. Und nochmal. Charge Kick. Und nochmal. Und ich bin gleich tot. Wenn ich so weitermache. Nein. Bin ich nicht. Und hoch. Und rüber. Und ey, komm. Das könnten wir noch schaffen. Wenn wir es jetzt anstrengen. Wenn wir es jetzt schaffen. Ey, wo fehlt denn eigentlich? Da fehlt doch noch was hier. Ich trau dem ganzen Braten hier nicht. Ich nehme lieber Rush Jet. Rush Jet ist hier ein ganz guter Begleiter. Oh, na klar. Na klar. Hier kommen jetzt die Meteoriten. Mal so kurz zu mir nicht, dir nicht. Selbstverständlich. Okay, und jetzt kommt die Standard... das Standardende von Starman Stage. Hey, willkommen zu Starman! Okay, wir sind fast tot, aber wir kommen zu Starman. Oh, wie toll, ich freue mich. Also, Starman, du bist jetzt fällig. Starman ist sehr, 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 sehr einfach. Ihr müsst nur gucken, dass ihr in seiner Nähe bleibt. Und er ballert sein Schild. Das war's. Er springt nur rum und ballert sein Schild. Das ist alles. Ich meine, ich lasse mich jetzt lieber killen. Weil Mega Man mir doch nichts leiden kann. Ist doch nicht schlimm. Ich meine, wir starten ja beim Boss, bitte. Also, Buster aufladen. Und los geht's. Und jetzt machen wir ihn fertig. Jetzt haben wir ja nichts. Jetzt können wir nur noch gewinnen. Hier, Starman. Komm, baller dein Schild. Übrigens, es gibt ganz einfache Regeln. Wenn er so springt, nach oben springt und nicht sein Schild abballert, dann wisst ihr, dann springt er nach unten und ballert sein Schild. Guckt mal, jetzt ballert er. Merkt ihr was? Wenn er hoch springt und dann nochmal aufkommt, also ganz hoch springt und dann sein Schild nicht ballert, dann ballert er, sobald er unten ist. Seht ihr? Und zack, so meine ich das. Aber sonst, easy Boss, sehr einfach und auch gut machbar. Schade eigentlich, ich finde auch Starman hätte man ein bisschen mehr, weil auch vom Design her und so finde ich ihn ganz cool. Und ich finde, ganz ehrlich, da hätte man mehr machen können, außer diesen einfachen Kampf. Und wisst ihr, was der Witz ist? Ich habe drei Leben, sterbe, ich habe volle Leben und mache ihn kurz mal so platt. Ja. Aber wir haben immer noch einen E-Tank von vorher. Wir haben die Starman-Stage durch und es wird noch eine Stage, bis wir zu den Darkman-Stages kommen. Unglaublich.
Okay, und wir kriegen Star Crash. Auch eine sehr, sehr nützliche Waffe. Ich weiß sowieso nicht, viele meinen, die Mega Man 5 Waffen sind alles und nutzlos. Also ich muss da ganz klar sagen, nee, das stimmt nicht. Es gibt welche, also wie zum Beispiel Water Wave, die setzt man selten ein. Weil die Situation einfach nicht so oft sind, dass man sie braucht. Aber auch hier wieder, man kann es gebrauchen. Man muss es nur wollen. Zum Beispiel hier ist es so, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt mal hingehe, das Viech ist jetzt eine Ausnahme, glaube ich. Wir gehen mal kurz ein Stück weiter in das Gravity Man Stage. Zum Beispiel hier bei den Meatools, ja. Ich zeige euch mal was. Wenn das jetzt, sagen wir mal, das wären jetzt Gegner, die so die ganze Zeit stehen wie diese Kanonen. Water Wave und zack, ihr könnt sie aus noch weiterer Distanz fertig machen, weil hier so ein normaler Buster-Schuss nicht trifft. Ihr könntet es machen. Ihr müsst dann halt keinen Buster aufladen, das meine ich damit. Ihr müsst nicht. Es sind auf jeden Fall, das sind halt jetzt mal so ganz kurze Beispielchen, wie man das am besten macht. Ja, hier kommen sie. Boah, trefft mich halt. Glückwunsch, ihr habt mich getroffen. Herzlichen Glückwunsch, wollt ihr einen Keks? Also, weiter. Futsch. Und du auch futsch. Und du futsch. Und du erledigt. Und du bye bye. Also, wie man da hinkommt, keine Ahnung. Nein, 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 nein. Ich kenne diese Stelle jetzt. Wusstala. Es ist im Endeffekt umsonst gesammelt, wenn man so haben will. Also, und ich komme auch langsam zurecht damit, dass die Gegner so viele Leben haben irgendwie. Oh, noch schon wieder. Das gibt's doch nicht, gell? Jo, der zweite Shield Attacker ist weg. Der will nicht mehr. Und diesen M-Tank hole ich mir sicherlich nicht. Und aufladen, warten und rüber. Und Feuer. Aber ich sag, ich freue mich schon. Hier ist ja wieder, also hier ist ja wieder richtig warm. Ich hocke ja gerade auf Terrasse wieder im T-Shirt, im Hemd. Ja, also im Hemd, nicht im T-Shirt. Und es ist sackwarm. Das ist toll. Das freut mich, weil das tut einen so richtig aufmuntern auch wieder. Nach dem ganzen Blödsinn, wo jetzt passiert ist. Und, na, immer noch nicht. Feuer, Feuer, Feuer. Power Stone Attack. Es macht Spaß. Ja, Power Stone macht Spaß. Ich meine, ich bin ja der größte Fan dieser Waffe, aber sie macht übel Spaß. Und das hier ist eine so unfaire Stelle. Ganz ehrlich, das ist so eine miese Stelle. Da müsst ihr echt aufpassen. Boah. Ach so. Ja, ja, genau. Ich glaube, die Kanone behalten. Jawohl, das wäre eine Idee. Das könnte ich mal probieren. Wenn ich die Kanone am Leben lasse und mich treffen. Vorwärts, Mega Man. Vorwärts. Und yo, wir gehen vorwärts. Und wir werden Gravity. Und wir kriegen Leben. Wunderschön. Oh Mann, ich sag's euch, ich bin mal gespannt. Übrigens, wer von euch kennt vielleicht das Kartenspiel Wizard? Wer von euch kennt das? Es ist so ein Kartenspiel, da habt ihr die Zahlen von 1 bis 13 und dann halt noch drei Farben. Rot sind dann die Zwerge, also das hat halt auch ein geiles Artwork. Rot sind Zwerge, gelb sind Riesen, grün sind Elfen oder Schleimkröten sehen sie eigentlich mehr aus anstatt Elfen, ne? Und oh nee, verdammt, nochmal. Auf jeden Fall, und blau sind dann Menschen. Und es ist halt wirklich so, ihr müsst halt immer gucken, ihr sagt eine gewisse Anzahl an Stichen voraus. Ihr sagt zum Beispiel, jeder kriegt am Anfang eine Karte. Müssen mindestens drei Spieler sein. Dann muss jemand zum Beispiel sagen, ja, ich krieg den Stich oder nicht. Wer genau recht hat, wie viele Stiche er kriegt, in dem Fall in der ersten Runde 1 oder 0, der wiederum kriegt dann 10 Punkte für je 20 Punkte, weil er richtig geraten hat. Ich mache die Regel meistens nie, aber... auf jeden Fall gibt es da im Normalfall 20 extra Punkte. Und 10 Punkte für jeden richtig geratenen Stich. Also wenn ich jetzt sage, ich mache 3 Stiche und krieg die auch, dann kriege ich 20 Punkte plus... das ist ein gefehlter Sprung. Plus dann eben diese 30 Punkte. 3 mal 3 Stiche, 10 Punkte mal 10. Also passt das. 30 Punkte noch dazu, das heißt 50 Punkte. Und es geht dann halt bis 20 Karten bei 3 Spielern, bis 15, glaube ich, bei 4 und bis 10 Karten bei 6 Spielern. Also... man kann es echt zu viel spielen, aber 3 Spieler sind Minimum. Weil die Sache ist einfach auch wirklich die, sonst wird es langweilig einfach zu zweit. Das muss man zu dritt Minimum machen. Aber ich kann es euch empfehlen, es gibt... Ich glaube Amigo vertreiben die, oder? Power Stone again! Nur einmal getroffen. Und wir haben ihn erledigt. Jo, ihr werdet euch fragen, warum stehe ich jetzt hier so dumm rum und ja, springe in der Luft rum. Ganz einfach, ich werde es euch kurz sagen, hier, ja, die Firma Amigo vertreibt dieses Wizard-Kartenspiel, das findet ihr in jedem Karstadt oder, oh, wie heißen sie denn alle,
Aber das sagt's mal, Spiel waren kurz, vielleicht gibt's den auch noch woanders, außer in Stuttgart, ich vermute mal, weil das ist ja auch ein größerer Konzern. Okay. Jetzt kommt ein Sprung, auf den ich mich gar nicht freue. Machen wir den mal her. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll, weil springen ist halt ein bisschen knapp, ja. Ich habe auch nichts, was ich jetzt gerade einsetzen könnte, weil Rush Jet ist das Problem. Der kommt nicht. Der geht nicht. Super Arrow, der könnte vielleicht helfen. Ja, das könnte helfen. Nein! Verdammt, ich vergesse ja, das ist ja falsch rum. Nein, ich bin so doof. Oh Mann, ich denke gerade Super Arrow, gute Idee, aber halt mal falsch rum. Nein, also auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal was anderes außer Videospiele zocken wollt. Also, gibt's auch mal vielleicht so Tage, also bei mir zumindest gibt's auch so Tage. Und das Spiel dann gerne mal, spielen wir zu dritt gerne mal Wizard zum Beispiel. Das ist ein richtig, es ist ein richtig cooles Spiel. Und er findet auch echt so schnell Namen für die jeweiligen Karten, ne? Da geht's von Axelschweiß über Britney Spears über alles durch, also, oh, mein Power Stone ist fast leer. Muss ich mal mit aufladen. Ja, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, wo wirklich Power Stone so leer kriegen. Oh, es gibt auch sicher Leute, die auch so mit Power Stone kämpfen. Halt, zurück nochmal und nochmal. Das muss funktionieren. Mega Man, du weißt schon, das muss funktionieren. Okay, das hat geklappt. Jetzt probieren wir es mit Gyro Attack. Nee, das wird nichts. Crystal Eye. Napalm Bomb. Boom, 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 boom. Es muss klappen. Massenbombardement. We win. Perfect. Oh, oh. Okay, hier geht's durch. Und jetzt rechts. Ich wusste, da ist irgendwas. Oh, wir kommen zu Napalm Man. Zu Gravity Man. Oh yeah. Ha, ha, ha. Na, dann wollen wir mal hingehen. Und hier kommt Gravity Man. Ein sehr, sehr einfacher Boss. Wenn ihr wisst, also auch hier wieder ist es halt so, ich sag das mit Absicht immer, weil ein Boss ist immer schwer, solange man ihn noch nie bekämpft hat. Das darf man, das vergessen manche, finde ich. Wenn sie da kommt, warum hast du nicht perfekt, der ist doch so einfach. Ja, wenn ich einen Boss kenne, dann geht das. Aber wenn ich ihn nicht kenne, dann weiß ich doch nicht, wie er geht. Ich habe das mal bei irgendeinem Let's Player mal gelesen. Ich weiß gerade nicht mehr bei welchem. Der hat auch Mega Man 5 Let's Played. Und bei dem hieß dann auch, warum machst du das denn perfekt und sowas. Das war sein erstes Mal, dass er den erledigt hat, ja. Und ich meine, wir haben ihn jetzt fast perfekt. Also ich habe ihn nicht perfekt. Ist aber nicht schlimm, finde ich. Und damit gewinnen wir. Ah, Leben. Und vorwärts. Also, und damit haben wir alle 8 Robot Masters besiegt. Wow. Es war ein harter Kampf, aber wir haben es geschafft. Mein Gott, ich höre mich gerade ein bisschen arrogant an. Tut mir leid, wenn ich mich wirklich arrogant anhören sollte. Ist nicht beabsichtigt. Und damit kommen wir zu Darkman Nummer 1. Ich bin mal gespannt, was er da so für uns hat. Rightyx, ich bin mal gespannt, was du jetzt für uns so bereit gehalten hast. Also, dann lasst uns mal anschauen, was hier kommt. Jo! Warte mal, das kenne ich. Mega Man 2? Irgendwie erinnert es mich an Mega Man 2. Nein, warum? Ja, aber sowas von Mega Man 2. Faustone! Obwohl, nein, vielleicht trifft Faustone. Ach ne, hat mich aber unterbrochen, nicht der. Und jetzt Rush Coil. Okay, dann wird wohl der gleiche Trick auch hier wieder funktionieren. Vielleicht? Wird er funktionieren? Ja, er funktioniert! Hey, cool, das funktioniert echt. Ja, was ich im Mega Man 2 kann, kann ich auch hier. Aber ich bin da, wow, also ehrlich, dass du, echt mal Rally X ein Kompliment. Vor allem, wie du auch diese ganzen Sprites, also die ganzen Sachen aus den anderen Mega Man Spielen da übertragen kannst, wow. Ich habe das irgendwie nie hingekriegt. Achso, genau, ich wollte, oh, kriegen wir dich nicht hier irgendwie. Nee. Wir müssen dich aber irgendwie herkriegen. Weiter hoch, nee. Oh, Power Stone mit Gyro Attack vielleicht. Vielleicht kriegen wir nicht mit Gyro Attack. Jo, wir kriegen nicht mit Gyro Attack. Boom. Kablam. So. Und zwar wirklich, weil ich werde es mal kurz vorweg sagen. Ich kann nicht mehr meine Waffe wechseln. Okay. Und zwar auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Oh, nicht schon wieder so ein Shield Attacker. Das wollte ich sagen, genau. Power Stone! Nein. Also auf jeden Fall, ich habe nämlich auch mal mich ans... Das habe ich mal erzählt, ich habe mich mal ans Mega... Boah, na klar, ey, jetzt reicht's mir aber. Star Crash! Muss mich schützen, ne? Vor Meteoriten, ne?
Ach so, ich bin unter Massenbombardement und ich muss mit Rush Coil hochkommen. Danke. Danke. Das ist mal so richtig mies. Feuer, Feuer. Ach, egal, durch. Mega Man Slide jetzt durch und... Oh nein, die Schienendecker und Meteoriten und alles und... Oh. Ach, Herr Jemine. Nein. Oh, nee. Nee, nee, nee. Und da ist eine Kanone und ich spring voll rein. Aua. Upsa. Ja, also wow. Einfach nur wow. Mega mies. Aber schaffbar. Wir sind ja nicht aus. Warte. Naja, eigentlich schon. Aber egal. Vorwärts. Wow, 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 wow. Was verfolgst du mich? Ich hab dir das sicher noch. Tu Stalker-Teil. Power Stone hat gewonnen. Mann, oh Mann, wie geht Rush Coil leer? Und Rush Dead werde ich hier... Nein, nein, wir kämpfen uns jetzt mal durch. Gleich zumindest. Oh, Leben. Leben. Ah, much better. Oh yeah. Aufladen. Feuer. Und jetzt können die mich auch nicht so einfach erwischen. Jetzt werden wir halt von oben bombardiert. Mein Gott. Überleben wir. Und jetzt Rush Coil aufladen. Ah, ja, Camel-Zigaretten. Bis heute die besten, ne? Für mich. Also. Ja, das ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen. Mann, oh Mann, aber ich muss sagen, also... es ist eine richtige Herausforderung. Es ist eine richtige Herausforderung. Wow. Ach so, das sind diese Ultraschnell-Joes da. Gyro-Attack war gut. Also, er holt sein Crystal. Wir hauen ihn weg. Und gut. Ach, ja. Okay, okay. Wie kommt's? Und bam. Also, ich bin mal gespannt. Also, ich werde es nicht mehr lang machen. Ein bisschen mache ich jetzt noch, aber damit zu lang. Und warum nehme ich Gyro Attack? Ich blöd, man, ich brauche die nachher ja doch. Egal, drauf. Ah ja, wir kriegen so aufgeladen. Perfekt. Und jetzt kommt diese gleich diese ganz miese Stelle. Gleich kommt die ganz miese Stelle, sobald wir diesen Shield Attacker los sind. Ah, Coil. Falsche Richtung, Coil. Hier lang. Jump, jump, jump. Ach, stimmt ja. Ich komme in die Meteoriten. Oh oh, Rush Coil ist leer. Wenn ich jetzt hergehe, dann war's das für mich. Also dann kann ich erstmal Leben farmen gehen. Toll. Und erledigt. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen vorwärts. Oh ja, gut, der Meteorit erwischt mich eh. Und jetzt kommt eine ganz nette Stelle, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Mhm. Aber egal, wozu haben wir eigentlich Napalmbomben, weil die haut doch so übel rein bei großen Gegnern. Und er zermatscht mich. Er zermatscht mich. Matsch, Matsch, Matsch. Wie viel Leben haben wir noch? Zwei. Okay. Wir versuchen es noch einmal für heute. Und dann ist heute Schluss. Dann werden wir erstmal... Boah, dann brauche ich erstmal Päuschen. Ich bin es gerade nicht mehr so gewohnt, so lange zu Let's Playen irgendwie. Tut mir leid. Ich bin da echt gerade noch irgendwie ein bisschen ungeübt wieder. Ich muss erst wieder in die Übung kommen. Super Arrow ist leider nicht hilfreich gerade. Ich krieg's auch gerade nicht hin. Dabei brauche ich's. Vorwärts, Mega Man, wir rasen jetzt durch. Wir sind Speedrunner. Wir müssen Dampf geben. Yeah, wir werden von allen Seiten bombardiert, aber wir kommen durch. Aua. Ach, stimmt ja, diese dummen Sniper-Kacke-Joes da. Gyro-Attack. Aber ich bin froh, dass ich jetzt wieder so einigermaßen gescheit Let's Playen kann. Das war jetzt auch echt eine scheiß Zeit. Evitool! Au! Natürlich voll in den Sniper Joe rein! Natürlich! Gyro Attack! Nein, 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 nein! Okay, wir beenden es für heute. Ich drücke jetzt Start. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es jetzt wieder richtig Spaß gemacht. Wird es so richtig zu Let's Playen. Dreiviertel Stunde rum, das ist okay. Und dann würde ich sagen, man sieht sich das nächste Mal, oder? Ja, wahrscheinlich wieder morgen, ich kenne mich. Ha! Also, dann würde ich sagen, macht's gut, wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Star Destroyer 33.